Herzlich willkommen zu Let's Play Fallout. Wir befinden uns gerade hier am Anfang des Spiels. Wir sind gerade aus der Vault 13, aus dem Atombunker raus und werden von Mutationsratten angegriffen. Ja, ich glaube, es sind ganz normale Ratten, aber die sind sehr böse geworden. Obwohl, sie sehen schon was größer aus. Bam, und wir ballern die gerade alle weg. Weil es so Spaß macht. Okay, die haben wir nicht getroffen. Du hast voll daneben getroffen. Schande, sind wir schlecht. Aber jetzt. Und tschüss. Munition sehe ich, glaube ich, hier. Runde beenden. Und wir werden uns jetzt mal hier durchballern. Ich glaube, dass wir. Moment, kann ich das hier irgendwie machen? Ja, hier, da war's. Nee, das sind nur die normalen Fähigkeiten. Wir wollen. Wo ging das nochmal? Figur. Okay. Hallo? Okay. Genau, wir sind bei 55. Da sollten wir jetzt mal drauf achten. Ich glaube, das geht von normalen Schießen hoch. Nix drin. Auch nix drin. Na gut, das kann ich mit Escape wegmachen. Immer, da sparen wir ein bisschen was. Ah, Doppelklick ist Rennen. Genau, komm mal bis an mich ran. Habe ich 95% und treffe auch. Modus beenden. Wir kriegen jetzt mal 25 Erfahrungspunkte, was ja auch fein ist. Also es klappt super. Ich weiß, dass da einer ist. Gehen wir mal hier drauf. Ah, da unten ist er hin. Oh, getroffen. Das war's schon. Also ich durchsuche die jetzt nicht alle. Ich glaube, die haben hier nichts. So, hier rechts sind noch jede Menge. Gehen wir mal darüber. Hunches. Verfehlt. Und die Munition geht mir aus. Sehr gut. Dann sagen wir doch mal laden. Und etwas näher rangehen. Immer noch mal noch einen Schritt näher. 89 klingt auch gut. Oh, wir verfehlen trotzdem. Schade. Ja, da steigen wir schon bald auf, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, es waren 1000 Erfahrungspunkte, die wir brauchen, also 20 Ratten. Was haben wir hier?
Ein großer Haufen ausgebleichter Tierknochen. Zumindest glaubst du, dass es sich um Tierknochen handelt. Okay. Konnte man nichts entdecken. Dann sind wir hier nur für die Erfahrungspunkte. Gibt's hier sonst noch was? Haufen Statue, Steine. Sonst scheint es hier nichts zu geben. Aha, da war noch eine. Können ja nochmal testen. Naja. Die haben ja alle nichts zu beenden. Ah, da ist noch eine. Also, es hat leichtes Scrolling-Problem, obwohl er konstant hier 200 Frames anzeigt. Seltsam. Irgendwo eine Ratte übersehen. War hier nicht noch eine? Okay. Was ist das? Das schauen wir uns mal genauer an. Du glaubst, dass sich um ein gehörnter Kängurus handelt, bist dir aber nicht ganz sicher. Die Knochen sind einfach zu verwittert, um sie genau bestimmen zu können. Im Westen siehst du ein Licht. Zum ersten Mal in deinem Leben erblickst du die Außenwelt. Krass. Geh doch mal hier rüber. Ups. Ja, hier sind wir jetzt. Wir können jetzt direkt anklicken zu Vault 15, also wenn wir irgendwelche Gegenden schon kennen, dann sind die direkt hier angezeigt und wir können direkt uns darüber zappen. Also dann bewegt er sich in die Richtung. Wir müssen natürlich auch immer hier das Datum und so im Auge behalten. Oder wir klicken jetzt irgendwo hin und er fängt dann an, doch drüber zu gehen und Sachen zu erkunden. Es reicht aber, glaube ich, aus in ein Feld, genau. Ein Feld drin, dann würden wir wissen, dass da drin was sich befindet. Und wenn irgendwo in der Nähe was ist, kriegen wir das auch nochmal angesagt. Da ist zum Beispiel was. Was ist das? Unbekannt. Geh mal rein da. Willkommen in Shady Sands, Fremder. Bitte steck deine Waffe weg, wenn du hier bist. Okay. Wie stecke ich die weg? Inventory. Weg damit. Du siehst einen Hund. Du siehst Seth, den Anführer der Wachen von Shady Sands. Ja, quatsch mal mit dem. Guten Tag, mein Name ist Seth. Womit kann ich dir helfen? Oh, wir können auch schon handeln mit ihm. Ich brauche ein paar Informationen erstmal. Informationen? Was willst du genau wissen? Erzähl mir was über diesen Ort. Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Wir haben unser eigenes Bewässerungssystem, so dass wir Anbau betreiben können. Wenn wir nicht dauernd von einem Red Scorpion, Text geht wieder weg. Red Scorpion und Gangsterbanden tyrannisiert werden. Ginge es uns richtig gut. Erzähl mir was über die Red Scorpions. Diese verdammten Red Scorpions fallen unsere Brahim an. Ich glaube, das waren die Kühe. Seitdem wir hier sind, keine Woche vergeht. Text muss ich irgendwie langsam stellen. Zappt er sich runter. Ohne dass unsere Viecher einen von unseren Leuten vergiften, der sie aus den Ställen vertreiben will. Letzte Woche hat es meinen Bruder Jarvis erwischt. Raslo, unser Arzt, ist auf fieberhafter Suche nach einem Gegengift. Hey, vielleicht kannst du uns ja helfen. Wieso sprichst du nicht einfach mit unserem Anführer Aradesh? Erzähl mir doch mal was über die Red Scorpion Höhlen. Willst du wirklich den Weg zu den Red Scorpion Höhlen wissen? Ich kann nicht mitkommen, aber
Ich kann dir den Weg dorthin beschreiben. Ja, den Weg beschreiben ist gut. Ich hoffe, wir seppen uns da jetzt nicht direkt hin, aber das war so, glaube ich, nicht. Doch, das war so. Ha! Schande! Oh, das kostet mich jetzt natürlich Zeit. Nee. Wir müssen erst noch in die Stadt. Kacke. Ich hätte speichern sollen. Ah, sehr gut. Dadurch vergeht keine Zeit, ne? Ich hoffe, dadurch ist jetzt keine Zeit vergangen. Hey, alles fit? Erzähl mir was über diesen Ort hier. Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Wir haben unser eigenes Bewässerungssystem, so dass wir Anbau betreiben können. Wenn wir nicht dauernd von den... Ja, das hatten wir gerade schon. Erzähl mir was über die Gangster. Es gibt mehrere Gangsterbanden. Ich heuer Leute wie Ian als Wache an, die sie vertreiben helfen. Südöstlich von hier gibt es eine Bande, vor der du dich in Acht nehmen solltest. Südöstlich, das schreibe ich mir mal auf. Wo ist der Kuli? Da. Südöstlich. Banditen. Drecksbande. Die kümmern wir uns noch. Aber vorher wollen wir irgendjemanden haben, der uns dafür Kohle gibt. Was können wir für Handel treiben? Hast du Interesse an Messern? Ein Messer behalten wir. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche, genau. Ah, hier. Korken, ne? Genau. Korken. Brauche ich ein Seil? Eigentlich nicht. Wurfmesser? Brauche ich nicht. Kannst du alle haben. Die sind aber richtig viel wert. Dann wird das nur so ein Deal. Wie mache ich den Handel? Bieten. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Alles klar. Dann einmal. Können wir einfach Escape machen? Ja, können wir. Info über... Ha, was willst du wissen? Ja, Grundwasserchip, so wird das nicht heißen, ne? Chip? Tut mir leid, keine Ahnung. Wasser? Tut mir leid, kann ich nicht weiterhelfen. Sex? Darüber weiß ich überhaupt nichts. Wissen? Tut mir leid, keine Ahnung. Bye. Okay. Wir wollen nichts von dir wissen. Das war's, dankeschön. Du sollst mit unserem Anführer Aradaish sprechen. Er möchte immer gerne alle neuen Besucher kennenlernen. Er müsste am Rathaus sein. Das liegt südlich von hier. Okidoki. Wir schauen mal gerade, ob wir nicht mal speichern. Ist noch leer, das ist gut. Machen wir ein Let's Play 2 draus. Und wir schauen mal bei den Optionen, ob wir nicht... Spielschwierigkeit, Kampfschwierigkeit lassen wir alles auf normal. Grad der Gewalt, Zielmarkierung, nur zielen. Ich weiß nicht genau, was das für eine Auswirkung hat. Kampfmeldung lang, kurz. Kampfschmährufe, Sprachfilter. Nee. Laufen normal immer. Untertitel ein, Objektmarkierung ein. Textanzeige. Die machen wir was langsamer. Die kann ich ja selber schnell machen. Kampfgeschwindigkeit sollten wir mal was erhöhen. Ich weiß nicht, wie viel schneller das ist. Das dauert mir aber zu lange. Ja, auch mal so. Und die Lautstärke vielleicht noch was leiser. Krieg ist immer gleich. Helligkeit. Ein Tick. Zeigergeschwindigkeit. Ja, hier ist es irgendwie recht schnell und okay in dem Menü. Wenn ich aber hier im Spiel bin... Oh, jetzt geht's auch. Seltsam. Wer bist denn du? Willkommen in Shady Sands, Reisender. Ich heiße Katrina. Meine Aufgabe besteht darin, Fremde zu begrüßen und ihnen unser Dorf zu erklären. Wenn du mir zuerst einmal zuhörst, gibt es weniger Probleme. Erzähl mir was über dich. Mein Leben war sehr langweilig. Ich wurde in einer Vault aufgezogen, dort habe ich viele Jahre gelebt. Leider war es dort sehr eng. Und diese Enge hat das Leben schwer gemacht. Das geht immer noch recht schnell, ne?
Es kam zu Streitereien und viele Leute gingen fort und nahmen die beste Ausrüstung mit. Einige von uns versuchten in der Vault zu bleiben, aber dann wurden wir angegriffen, ich wurde verletzt und bin hier gelandet. Jetzt versuche ich Leuten zu helfen. Was soll ich machen, wenn ich verletzt werde? Ja, dann müssen wir zum Doktor gehen. Also, wenn du keinen Arzt auftreibst, also das ist so hier so Tutorial-Erklärung im Endeffekt, dann musst du dich selbst heilen. Oft werden dazu Stimpacks verwendet. Benutze sie zur Heilung kleinerer Verletzungen und kleinerer Wunden. Erste Hilfe dauert länger, aber sie steht dir wenigstens immer zur Verfügung. Bei schwerwiegenden Verletzungen, wie zum Beispiel bei einem gebrochenen Bein, musst du die Fähigkeiten Arzt einsetzen. Wo bekomme ich eine bessere Ausrüstung? Du musst es machen wie wir. Sammle sie oder handle darum. Wenn du angegriffen wirst, kannst du vielleicht die Ausrüstung deiner Freunde ergattern. Vorausgesetzt, du lebst lange genug, um sie auszurauben. Wir sind eine freundliche Gemeinschaft, also handeln wir um die Dinge, die wir selbst nicht herstellen können. So, kleinen Moment, bevor wir weiter mit dir quatschen. Hab Dank. Textgeschwindigkeit. Ah, ich habe das auch nicht übernommen, was ich gemacht habe, oder? Kampfgeschwindigkeit. Okay. Okay. Ich hoffe, er hat's genommen. Schläfst du denn niemals? Wenn du nicht da bist, mache ich ein Nickerchen. Okay, sonst ist sie immer da am Stehen. Außerdem finde ich die Wüstenluft sehr anregend und gesund. Und ich werde... das geht trotzdem so schnell weg. Irgendwer stimmt hier nicht. Finde ich die Wüstenluft sehr anregend und gesund. Und werde nie müde, die Sterne zu beobachten. Kannst du dir vorstellen, den Nachthimmel dein ganzes Leben lang nicht zu sehen? Ja, so war es bei mir gewesen. Ich bin in der Vault aufgewachsen und gerade rauskommen. Sie hält ein und sieht dich an. Oh, wahrscheinlich kannst du das. Ja, genau. Bist du denn? Ein Hund? Hallo Hund. Wow, wow. Hilf mir bitte, ich suche nach einem Steuerchip. Ja, mein altes Zuhause, Vault 15, hatte einen. Ah, da waren wir auf dem Weg hin. Ich bin seit meiner Verletzung nicht mehr dort gewesen, aber vielleicht findest du dort, was du suchst. Jemand hat erzählt, dass sie zur Vault gegangen sind, um sich umzusehen. Aber es war dunkel und der Aufzug war kaputt. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Okay, dunkel, Aufzug kaputt. Das heißt, ich brauche ein Seil sehr wahrscheinlich für den Aufzug. Wenn es dunkel war, brauchen wir Licht. Sag mir was über den Rest der Welt. Ich weiß sehr wenig über die Außenwelt. Als die Vault angegriffen wurde, flüchtete ich. Leider wurde ich schwer verletzt und kann nicht mehr erinnern. Aber Dama hat über mich gewacht. Und die Leute aus Shady Sands haben mich gefunden. Ich lebe jetzt hier. Hast du schon mit ihnen gesprochen? Er ist eine Wache der Merchants und wurde verletzt. Er erholt sich im Wachhaus da drüben. Sie zeigt Richtung Osten. Er ist schon mehr herumgekommen als ich. Okay. Was hast denn du zu handeln? Oh, Stimpacks und Kohle. Was ist denn so ein Stimpack wert? 128. Ja. Guck mal, wir haben hier tolle Wurfmesser aus Sachsen dazu. Gold, nicht schlecht, sagt sie dazu. Aber wir kriegen weniger als bei ihm, ne, glaube ich. Wie viel sind denn das? Alle. Ja, das ist ein bisschen arg wenig. Das ist doof. Mal eins zurück. 100 wert. Das ist echt doof. Wirst du wohl kaum machen, oder? Ein Angebot ist nicht gut genug. Ja, dann wird da nichts draus. Und tschüss. Hier rechts soll der drin sein. Gehen wir nochmal da rein. Hallihallo. Ah, das da hinten ist bestimmt der Ian. Willkommen, Fremder. Wir sehen Leute wie dich sehr selten. Oh, danke. Wiedersehen. Warum nicht? Hör zu, Shady Sands braucht Leute wie dich vom Hub. Oder von Junktown oder wo immer du auch herkommst. Okay, Hub und Junktown sind wohl zwei andere Städte. Wir kommen ganz gut alleine recht. Mhm. Der letzte Händler vom Hub hat uns eine kaputte Bewässerungspumpe verkauft. Wir haben genug von euren schmutzigen Geschäften.
Du verstehst das ganz falsch. Ich bin nicht so einer. Ja, sicher. Das sagst du. Mach bloß keinen Ärger, okay? Ja, was auch immer. Blöder Arsch. Holzofen, da finden wir aber nichts drin, ne? Tontopf. Ist wohl leer. Ah, die Tür hätte ich aufmachen sollen vorher. Gut, jetzt rennt er außen rum. Hallihallo, wer bist denn du? Hallo Fremder, du schaust neu aus. Wie heißt du? Mein Name ist Unwichtig. Hallo Unwichtig. Nein, mein Name ist Jojin. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Ian. Was machst du hier? Ich würde gerne mehr über diesen Ort erfahren. Kannst du mir da helfen? Shady Sands ist eine kleine, auch autarke Gemeinschaft. Wir haben nur Probleme mit den Banditen und den Red Scorpions. Wieso bereiten die Red Scorpions euch Probleme? Red Scorpions sind sehr gefährlich. Sie haben einen giftigen Stachel am Schwanz und sind sehr schnell. Aradech versucht herauszufinden, wie man die los wird. Wenn du dich mutig fühlst, könntest du mit Aradech über sie sprechen. Ich wollte noch mehr fragen. Radars, Scorpions, Shady Sands, Sass. Kannst du mir sagen, wie ich zum Hub oder nach Junktown komme? Der Hub ist ein großes Handelszentrum, weit im Süden von Shady Sands. Okay, das schreibe ich mir mal besser auf. Weit im Süden ist der Hub. Und... Oh, da ist er wieder runtergegangen. Der Hub ist ein Großhandel weit im Süden von Shady Sands und wird von mehreren Caravan-Gruppen von Händlern beherrscht. Ah, im Süden von Shady Sands. Ich muss nicht südlich von Shady Sands. Ja, okay, das sind hier in der Stadt. Dem Water Merchants, dem Crimson Caravan und den Fargo Traders. Okay, Junktown ist ein bisschen südwestlich von hier. Okay, das wollten wir wissen. Neuer Ort. Junktown. Südwestlich. Das werden wir schon finden. Es ist kleiner, doch man kann dort gut eintrinken gehen. Die Aufsicht dort hat einen Kerl mit dem Namen Killian Darkwater. Was ein Name. Der dortige Ladenbesitzer, Sheriff und Bürgermeister. Okay, danke. Wer ist Seth? Seth ist ein sehr mutiger Kämpfer. Manchmal wagt er sich in die Höhlen der Red Scorpions, um ein paar von ihnen zu töten. Aber die kommen immer wieder. Es gibt einfach zu viele davon. Sind die wirklich so gefährlich? Sie sind sehr gefährlich. Sie haben einen giftigen Stachel am Schwanz, das kennen wir schon. Ah, da hört er auf, wenn er sagt, wir sollen darüber gehen und uns dahin bringen. Erzähl mir was von den Raiders. Es gibt drei Gruppen. Die Khans, die Vipers und die Jackals. Die können sich alle nicht leiden. Ah, vielleicht können wir die gegeneinander aufbringen, genau wie die Händler. Aber sie überfallen alle Shady Sands. Hm. Autarke, Bandian Racing. Gibt es viele Banditen? Es gibt mehrere. Sie stammen von mehreren Gruppen. Sie stehlen unsere Nahrung, erschießen manchmal einige unserer Leute. Seth hat die Wachen organisiert, um sie abzuwehren. Welche denn? Das hatten wir schon. Okay, danke. Gott, warum beendet ihr das immer? Ich will wieder hier zum Hauptteil. Kannst du mir ein bisschen helfen? Deine Erfahrung wäre nützlich. Können wir den mitnehmen? Hm, verlockendes Angebot, aber hier wird's langweilig. Pass auf, normaler Preis 100 Deckel und ich schlage ein. Ich habe keine 100 Deckel. Wie viel hast denn du? Du hast genügend Deckel, damit ich mir Deckel holen kann. Aber kriege ich dein Geld nicht sowieso, wenn ich erstmal dich in der Gruppe habe? Gute Frage. I'll be back. Danke, danke. Können wir hier plündern, ohne Probleme zu kriegen? Du suchst Regal. Hier ist Zeug. Wenn ich das einfach nehme, greifen die mich an, ne? Können wir hier speichern? Speichern. Und wir legen ein Testo an. Wir brauchen noch ein Testo im Spiel. Testo. Sehr gut. So, dann nimm mal das an dich. Und zwar alle. Was ist das überhaupt? BBS. Keine Ahnung, was das ist. Z.
223. Vollmantelgeschosse, okay. Packung mit Luftgewehrkugeln aus der Zeit vor dem Krieg. Ein hervorragender Zustand. Also Munition ist immer super. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und natürlich auch ein Platzproblem. Also ich hätte schon gerne einen weiteren Begleiter. Weiß natürlich auch nicht, ob das so gut ist. Frage, muss ich hier alle anklicken? Eine Säule. Diese Säule ist die Hauptattraktion von Shady Sands. Sie erzählt Geschichten über die Menschen in Hoffnung und Frieden zu erinnern. Aha. Gehen wir mal hier in diese kleine Häuslein rein. Sieht seltsam aus. Geh nochmal rein, bitte. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Vielleicht ist das ein Stall oder sowas. Ich weiß es nicht. Ah, hier rechts geht's weiter zum Mercedes Sands östlicher Teil, vermute ich. Könnte das der Süden sein, wo die Händler sind? Hm. Was auch immer hier ist, wer dieser Mann in der Kutte ist, wer die Frauen da hinten sind, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis demnächst, euer Chojin.